Banane. Alles Banane. Bananen können wir dann richtig nice exportieren. Plantagen. Bananen gehen ja hier mega gut, Leute. Zack. Zack. Geil. Dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal wirtschaftlich nachgerüstet. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren gepflichteten Runde Let's Play Tropico 6. Oh yeah! So, in der letzten Episode haben wir angefangen, diese wunderbare Insel zu erschließen. Wir wollen ein paar Bürgerchens hier rankriegen, die für uns Gold abbauen. Gold bringt uns Monados des Todes. Ich hätte trotzdem ganz gerne noch irgendwie einen Park oder sowas, weil hier die Gegend ist nicht schön. Die Leute wollen hier nicht unbedingt wohnen, wenn sie es nicht müssen. Und ehrlich, ich kann es nachvollziehen in gewisser Weise. Wir setzen hier noch einen Park hin oder so. Schönheit, sie glänzt. Hier wohnt jetzt aktuell niemand. Ich hoffe natürlich, dass wir es geändert kriegen. Wir haben jetzt hier ein bisschen was mit Schönheit. Wir haben bald eine Kapelle hier. Hier gibt es sogar noch ein bisschen was zu saufen. Auf dieser Insel arbeitet aktuell niemand. Das ist ein Problem. Außer die Leute, die jetzt gerade diese Insel erschließen. Viva la Revolution. Gouverneur, gemeinsam mit dem Volk werden wir alles zum Besseren wenden. Das denke ich doch auch. 10 Revolutionäre wollen wir haben. In der Hoffnung, dass wir hier bald Leute rankriegen. Das wird natürlich jetzt dauern. Wir schauen mal, dass wir hier noch ein bisschen... Ah, wir haben jetzt natürlich kein Geld. Oh, eine Bank könnten wir auch irgendwann bauen. Eine Botschaft, Ministerium, Einwanderungsbehörde. Was wir hier alles bauen können. Sie haben das Richtige getan. Sprich, was auch immer die Krone will. Gut. Ja, danke schön. Ich habe aber Energy. Wir werden unser Mandat, denke ich, nochmal verlängern. Und einmal kurz auf die Pause drücken. Weil, jetzt könnten wir natürlich mal schauen. Hier sitzen sie ihre Haft ab. Wir haben keine Polizeiwache, also von daher. Ab Weltkriege ist sie erst verfügbar. Rumdistille, Sägewerk. Regierung könnten wir, ja gut, wissen wir ja Bescheid. Kerker, Brandenburger Tor. Können wir hier noch was hinbauen? Warte mal, Unterhaltung, Bildung und Medien. Eine Zeitung wäre super. Ja, könnten wir Tatsache bauen. Ihr wisst, Freiheit ist, was wir lieben. Wir verlängern uns die Straße. Und wir reißen die Straße wieder ab. Das ist immer so ein bisschen doof, dass er nicht gleich instantly so connected, wie wir das brauchen. So. Zack. Dann schauen wir, dass wir hier noch wieder Verschönerungen bauen. Wir brauchen hier echt viele Dekorationen. 2x3 klingt gut. Zack. Dann schauen wir mal, dass wir hier noch einen 3x3 Park könnten wir bauen. Wie sieht's denn mit Dienstleistungen aus? Ein kleiner Laden wäre super. Können wir sogar echt dahin bauen. Finde ich gut. Hohe Priorität und noch ein bisschen Unterhaltung wäre geil. Unterhaltung. Almanach, Inforaster. Arbeitslose haben wir keinen. Das ist gut. Das ist super gut. Wir haben kein Geld auf unserem Schweizer Nummernkonto. Das liegt daran, weil wir keins anlegen. Freiheit wird jetzt hier dann nach oben gehen. Unsere Freiheitswerte sind hier aber richtig gut, oder? K
Kann man mal so machen, Freunde. Kann man mal so machen. Abdeckung mit Gesundheitsversorgung sieht natürlich richtig schlecht aus. Nahrungsabdeckung sieht ausgezeichnet bei uns aus. Hungern muss niemand, Freunde. Hungern muss niemand. Dann schauen wir nochmal nach Unterhaltungen. Unterhaltung, vielleicht hier noch ein Zirkus hin. Jo, dann passt das. Dann ist diese Insel komplett abgedeckt, Freunde. Mehr müssen wir eigentlich nicht machen. Hier sind jetzt auch Wohnungen frei. Weil, ja, es kommen Leute hierher, um hier zu arbeiten. Das ist auf jeden Fall meine Intention. Die sollen richtig ranklotzen. Wir müssen Gold exportieren. Wir brauchen Geld ohne Ende. So, dann könnten wir mit einer kleinen Menge Gold anfangen, die wir auch exportieren. Haben wir hier schon Leute, die hier arbeiten? Ja, moin, haben wir. Einen. Kapazität des Vorkommens ist wenig. 30.000. Da können wir aber trotzdem einiges draus machen, wenn wir die ganzen Goldvorräte verhökern, Freunde. Sind wir doch echt geil dabei, oder? Oh yeah. Erweiterte Bootswartung. Forschung wurde abgeschlossen. Kirchengebühr haben wir noch nicht erforscht. Nahrungsqualität wird besser. Sind Sie die ganze? Wir machen es. Und Arbeit ist hart. Arbeit ist hart, wissen wir. Ich suche. Erweiterte Bootswartung wäre super. Kostenloses Wohnen kommt eigentlich überhaupt nicht in Frage. Weil wir müssen auch irgendwo wieder die Gelder reinbekommen. Ich frage mich, Gouverneur, heiligen die Mittel die zweckmäßige Gemeinheit? Jo, tun sie. Wir müssen noch eine Kapelle errichten. Es ist doch nett, die Wahl zu haben, oder? Jo. Wir haben sogar eine Handelsroute eingeschlagen. Hier sind die Leute am Ackern. Benötigt. Das ist gut. Effizienz 100%. Warenausgang läuft bei uns. Wir haben noch nichts auf Lager. Aber wir haben schon mal Leute, die hier ackern. Und es wohnen Tatsache ein paar Leute auf dieser Insel. Ist das nicht wunderschön, Freunde? Jetzt haben wir sogar ein bisschen Unterhaltung am Start. Gut, die Insel ist fertig gebaut. Wir sollen eine Kapelle errichten. Haben wir hier oben eine? Nein, haben wir noch nicht. Bevor wir das aber machen, schauen wir erstmal nach Wirtschaft. Ich hätte gerne noch ein Bergwerk. Ist das Eisen? Ja, moin. Wir haben hier oben Eisen. Das heißt, wir bauen hier oben erstmal unseren Wirtschaftszweig auf. Oh mein Gott, ist das beautiful. Einmal bitte pausieren. Weil dann könnten wir hier noch richtig was errichten, Alter. Voll geil. Hier geht's nicht weiter. Lass uns erstmal schauen, was wir noch an Möglichkeiten haben. Plantagen, Bananen gehen hier super, Ananas, Zucker geht, Kakao, Tabak, Kaffee ist weniger geil, Gummi, ja, Ananas würde ich dann behaupten, ne? Ne, Banane, Banane ist super, ist mir doch alles Banane hier, Freunde. Kriegen wir da zwei nebeneinander? Ausprobieren. Würden wir hinkriegen, ja. Würden wir Tatsache hinkriegen. Das gefällt mir sehr gut. Aber jetzt haben wir hier wahrscheinlich Probleme mit der Straße, ne? Ja, ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet, Freunde. Hauptsache, die Straße macht hier Probleme. Können wir hier nicht einfach das Terrain ein bisschen anebnen?
Ganz sicher, ganz offensichtlich können wir es nicht. Das ist ein Problem. Warum kann ich hier jetzt keine Straße bauen? Oh, Leute. Gut, machen wir es folgendermaßen. Wir reißen einmal diesen Verbindungsstrang ab. Setzen. Hier ist das Problem. Hier will er nicht. Warum nicht? Okay, macht er nicht. Dann können wir hier erstmal wieder connecten. Und müssen mal schauen. Ist ihm das zu uneben hier oder was? Geht doch. Stück für Stück also aufbauen. Dann werden wir hier mal die Straße abreißen. Werden gucken, dass wir hier trotzdem nochmal rumkommen. Mm-mm. Da hat er Probleme mit. Warum, weiß keiner wahrscheinlich. Oh, ist mir warm, Freunde. Ist mir warm. Ist euch auch so unglaublich warm? Schreibt es in die Comments. Ich find's warm des Todes. So, auf jeden Fall kommen wir hier unsere Straße rum. Hier kommen wir etwa rum. Das ist echt belastend. Wir reißen hier mal einen Schritt von dieser Straße ab. Wie weit kommen wir denn hier? Bis hier. Gut, dann ist das wenigstens miteinander verbunden. Ich weiß, es ist jetzt mega bekloppt so. Weil die jetzt hier alle so den übelsten Umweg fahren müssen. Aber ja gut. Wir setzen hier auf jeden Fall ein Transportbüro hin. Hier können wir nichts hinsetzen. Ja, dann setzen wir es dahin. Und gucken dann mal, dass wir hier auch noch Sachen platziert kriegen. Banane. Alles Banane. Bananen können wir dann richtig nice exportieren. Plantagen. Bananen gehen ja hier mega gut, Leute. Zack. Zack. Geil. Dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal wirtschaftlich nachgerüstet. Kann man mal so machen, Ladies and Gentlemen. Kann man mal so machen. So. Passt. Passt. Wackelt, hat Luft. Dann haben wir hier nochmal ein paar Plantagen. Und bauen nochmal ein paar Häuser, würde ich behaupten. Oder Unterhaltung. So, wir bauen uns das hier richtig nice auf, Freunde. Tourismus brauchen wir nicht. Zeitung brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Jo, das passt noch. Ah, hier hätten wir ja noch ein paar Möglichkeiten. Bau. Hier gibt es Holz. Lass uns mal das Inforaster aufmachen. Alle Ressourcen. Hier oben ist das Eisenwerk. Hier wäre nochmal Eisen. Wisst ihr was? Wir reißen die beiden Häuser ab. Und errichten noch eine Eisenmine. So machen wir es. Das abreißen. Für eine weitere Mine. Und go! So viele Häuser bauen wir hier nicht. Sollte passen. Jetzt haben wir hier noch infrastrukturtechnisch ein Bergwerk. Ne, es ist Kohle. Das ist Kohle, Leute. Dann können wir hier noch Dekoration hinsetzen. Machen wir uns die Welt wieder hübsch. 2x1. Nö, 2x1 ist nicht so geil. Dann machen wir, ist auch überhaupt kein Problem, 1x1.
Gut, dann haben wir hier wirtschaftlich aufgemotztes Todes. Könnten hier vielleicht auch so ein Holzfällerlager hinsetzen. Holzfällerlager wäre hier optimal. Wir haben hier Holz ohne Ende, ne? Ist euch das mal aufgefallen, wie viel Holz wir hier haben? Ich schon mal ein Holz. Oh, setzen wir hier noch eins hin. Passt. So, industrietechnisch würde ich sagen, sind wir on point. Wir drücken hier nochmal auf Pause. Weil ich ganz gerne Häuser bauen würde. Hier ist nichts mit Häusern. Hier könnten wir welche hinsetzen. Nicht genügend Gelder, ja moin. Bruder muss los. Gut, dann lassen wir die doch erstmal juckeln, Freunde. So wie sich das gehört. Ich würde hier ganz gern halt noch ein Wohngebiet dann haben. Oh yeah. So, unsere ersten Plantagen. Sie glänzen noch. Bananen. Die Nahrungsqualität steigert sich dadurch erheblich. So, ich würde ganz gerne wieder hier eine Baracke hinsetzen. Als Barack. Die Barack Obama Nummer. Man kennt sie. Ich laber teilweise eine Scheiße. Ist echt nicht mehr feierlich. Dann hätte ich hier eine Dekoration. Grande. Oh yeah. Weil wegen Wohnviertel. Ihr seht, was ich meine. Ihr werdet es gleich sehen. Eine Straße errichten wir hier. So. Ah, fuck you. Ah, Mist. Okay, machen wir anders. Machen wir anders. Hier der Knotenpunkt nach dort. Alles klar. Dann können wir nämlich hier zu einem, als Unterhaltung, eine Taverne errichten. Und dort bauen wir nochmal Häuser, Wohngebäude, nämlich Landhäuser. Eins. Zwei. Etwa. Dann können wir hier noch eine schöne Dekoration hinsetzen. Wir wollen ja, dass es den Leuten gut geht. So, mal was. Okay, wie sieht es hier von den Arbeitskräften her aus? Wir haben eine Monokultur. Monokultur, gut. Die Leute arbeiten hier, das gefällt mir. Moderne Zeit. Wir können noch nichts weiter jetzt an Bonus abbauen. Gibt es hier Kokosnüsse? Na, hält sich in Grenzen. Da haben wir hier bessere Inseln für. Gut. Wie sieht's hier? Oh, lol. Wohnstätte, Wohnqualität. Benötiges Vermögen mittellos. Darf ich kurz durch, bitte? Töten, festnehmen, einweisen können wir auch. Spanien. Warum wohnen die denn nicht in den Häusern? Dafür habe ich sie gebaut, ihr bescheuerten Vollnoobs. Jetzt mal ernsthaft. Errichte mir hier mal. Ah, wir haben kein Geld gerade. Okay. Machen wir bald wieder Siesta, oder was? Siesta! Ich muss zugeben, ich bin froh, weiterhin mit Ihnen zu arbeiten. Jo, ich auch. Finde ich super. Schauen wir nochmal, dass wir hier eine Baracke hingeklatscht kriegen. Nein, kriegen wir nicht. Warum auch? Hier würden jetzt eine hinpassen. Dann setzen wir hier noch Landhäuser hin. Gut, mehr können wir da eigentlich auf der Insel nicht machen. Können nicht und wollen nicht. Trifft's beides ziemlich genau.
Das ist natürlich super schön und idyllisch, die Ecke, ne? Das hat richtig Charakter, Leute. Wohnen hier jetzt schon Leute? Jo, tun sie. Sehr nice, sehr nice. Wir haben eine Handelsroute wieder frei. Wir gehen nur nach Export, bitte. Wir müssen nichts importieren. Können wir nur... können wohl nur zur Krone exportieren. Kakao haben wir nicht. Rum. Ja, machen wir nochmal ein bisschen rum, oder? Vertrag unterschreiben, Butz weg. See ya. Das sieht sehr gut aus, Leute. Zirkus, da amüsieren sich Leute. Sehr schön. Hier arbeitet aktuell niemand. Oh, wir brauchen auf jeden Fall mehr von diesen Hütten. Wenn wieder Geld da ist. Alles klar, Leute. Wir gehen mal auf richtig fast die Geschwindigkeit hier. Ist das bitter, Leute. Ist das bitter. Aber wie hübsch beschäftigt hier alle sind, ne? Das ist schon klasse. Ja, moin. Wir haben ein bisschen Monados reingekriegt. Finde ich sehr gut. Wir haben sogar eine Handelsroute abgeschlossen. Als allererstes, wir bauen Landhäuser. Mehrere davon. Weil, ganz ehrlich, die kommen saugut. Ah, wir müssen noch eine Kapelle errichten. Machen wir das doch direkt noch. Leute, das machen wir noch. Taverne. Dienstleistung, eine Kapelle. Fuck. Okay, hier oben passt sie hin. Dann machen wir das. Wir setzen die... ist das richtig rum? Jo, wir setzen die hier ran. Und schauen, dass wir uns hier noch einen Ticken vergrößern. Ist das geil, Mann. Dann schauen wir mal, was wir industrietechnisch haben. Gerberei. Molkerei ist auch gut. Verarbeitet Milch zu Käse. Okay, alles da, wissen wir Bescheid. Dann geben wir hier nochmal ein bisschen Speed rein, Leute. Und dann haben wir es. Wenn diese Gegend hier... es ist doch nett, die Wahl zu haben, oder? Die Wahl zwischen als Gouverneur weitermachen oder eine neue Karriere in körperlicher Arbeit. Nö. Ja, den Ruhm... da ist mir auch der Ruf relativ lax. Hohe Priorität, bitte einmal hier drauf knallen, danke. Also hier wohnen Tatsache Leute, 2 von 2. Besser als eine Hütte. Die Wohnqualität steigert um 12. Das wollen wir doch sehen. Viva la Revolución, Gouverneur, gemeinsam mit dem... wir wollen ja, dass die Stapel sie höher. Dann hätten wir mehr Arbeits mehr Arbeitsplätze. Entschuldigung, altes Haus. Ja, wir nehmen die Handelsroute an. Jetzt müsste er ja auf allen auf Klein-Eden sein. Die sollen sich hier gut ausruhen. Das ist alles schon in Ordnung. Eine normale Belegung ist hier. Gut! Wisst ihr was? Wir hauen jetzt hier noch eine schöne Luxusunterhaltung raus. Ja, es gefällt mir. Den bauen wir noch und dann sind wir fertig. Ein Theater, Ladies and Gentlemen, ein Theater. Den Leuten soll es an nichts mangeln. Korruption ist so massiv. Ja, wir bauen auch noch eine Taverne, das ist überhaupt kein Problem. Unterhaltung, eine Taverne, bumm, und hohe Priorität. Gut, ihr Lieben, damit sind wir am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Lasst dem Kanal doch ein Abo da, damit ihr künftig keine Inhalte mehr verpasst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch einen wunderschönen Tag. Ciao!
zu. Thank you.